Blaue Flecken sind alltägliche Verletzungen. Sie entstehen, wenn kleine Gefäße einreißen und Blut ins Gewebe austritt. Die Farbe ändert sich von Rot zu Blau, Braun-Grün und schließlich Gelb. Ein Bluterguss, auch Hämatom genannt, ist meist harmlos. Je oberflächlicher die Einblutung, desto sichtbarer der Fleck. Die Heilung kann jedoch durch einfache Maßnahmen unterstützt werden. Nach einer Verletzung sollten Sie die betroffene Stelle sofort kühlen. Nutzen Sie einen kalten Umschlag oder Eispackungen für 10 bis 15 Minuten. Achten Sie darauf, die Haut mit einem Tuch zu schützen. Bei Durchblutungsstörungen sollten Sie vorsichtig sein und lieber kein Eis, sondern kühlende Salben verwenden. Nach einigen Tagen kann eine leichte Erwärmung helfen, die Durchblutung zu fördern. Umschläge mit Apfelessig oder Essigsaure Tonerde beschleunigen die Heilung. In Apotheken gibt es Salben mit Hirudin, Heparin oder Arnika gegen Entzündungen und Schwellungen. Meist heilen Blutergüsse innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Wann sollten Sie zum Arzt gehen? Bei großen Hämatomen oder starken Schwellungen kann die Funktion von Muskeln und Gelenken beeinträchtigt sein. Bei Kopfverletzungen oder unerklärlichen blauen Flecken sollten Sie ebenfalls einen Arzt aufsuchen. Eine Gerinnungsstörung oder andere Erkrankungen könnten vorliegen.